kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Er hatte zwei seiner Jünger dabei. Zu ihnen sagte er: Geht schon mal in das Dorf voraus. An der Stadtmauer findet ihr eine Eselmutter mit ihrem Fohlen. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Vielleicht sagt einer etwas. So antwortet: Jesus braucht die Eselmutter. So gingen beide Jünger los. Unterwegs dachten sie daran, was Sachaja schon vor vielen Jahren gesagt hat. Der Prophet erzählte den Menschen, was Gott zu ihm sagt. So sieht euer richtiger König aus. Er reitet auf. Mit dabei ein kleines Eselchen. Euer richtiger König ist ohne Waffen unterwegs, denn er bringt Frieden. Die Jünger taten, wie Jesus es sagte, und brachte das Eselchen. Als Jesus auf der Eselmutter ritt, freuten sich die Leute und legten Kleider auf die Straße. Es war wie ein riesiger Teppich. Die Leute rissen Zweige von den Bäumen und winkten damit. Sie sangen ein Lied. Hosianna, den Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. In der Stadt Jerusalem war große Aufregung. Viele Leute fragten: Wer ist es, der da reitet? Andere Leute sagten: Hosianna, das ist Jesus. Er ist der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Er kommt von Gott. Hosianna. Weise bereiten wir Herrnhuter uns darauf vor, indem wir Jesus mit unserem Hosianna-Singen begrüßen. Hosianna, gelobet sei der Herr, Hosianna, gelobet sei der Herr, Hosianna, 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 Hosianna. Gelobet sei der, der kommt in Namen.
Thank you.